Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch den Job als Polizist auf Notruf Hamburg. Und dafür müsst ihr erstmal zur Polizeiwache fahren. Die könnt ihr euch wie bei sehr vielen anderen Sachen auf der Map auch hier auf eurem Handy markieren. Dann geht ihr durch diese Tür rein zu dem kleinen Männchen am Tresen, müsst E drücken und könnt euch dann auswählen, welche Art von Polizist ihr sein wollt. Ich zeige euch jetzt in dieser Folge erstmal den Streifenpolizist. Dann geht ihr auf Schicht starten und was ihr hier seht, die Bezahlung ist als Verkehrspolizist bei 1,1. Man benötigt jedoch auch 800 XP, die man sich vorher als Streifenpolizist erarbeiten muss. Dann geht ihr jetzt auf Schicht starten. Wenn ihr die Schicht gestartet habt, bekommt ihr schon hier unten in eurer Hotbar sehr viele unterschiedliche Sachen gezeigt. Zuerst zeige ich euch jedoch die Spinne und allgemein die Polizeiwache. Hier links sind Meetingräume. Wenn ihr LP spielt mit anderen, könnt ihr euch hier zusammensetzen und Einsätze besprechen. Wenn ihr hier rechts guckt, seht ihr die Spinne. Hier müsst ihr durch die Tür gehen, an die Spinne ran und E drücken. In den Spinden findet ihr sehr viele unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel unterschiedliche Waffen, die Radarpistole, Leitkegel, Taser, Stopsticks und die MP5 oder Warnbalken. Diese könnt ihr teilweise mit XP freischalten. Ich erzähle euch jetzt was über die Gegenstände, die ihr als bei dem Polizeiberuf bekommen könnt. So, jetzt erzähle ich euch was über die Gegenstände. Wenn ihr einen höheren Rang habt, bekommt ihr drei unterschiedliche Waffen. Einmal die MP5, die Glock 17 und euren Taser. Mit denen könnt ihr in einem Schussgefecht auf Gegner, auf Täter schießen oder sie betäuben. Wenn ihr nun weiter scrollt, bekommt ihr, findet ihr die Handschellen. Wenn ihr nah genug an einem Täter, der Sterne hat, dran seid, könnt ihr E gedrückt halten für einen längeren Zeitraum und dann den Täter verhaften und dann zum Gefängnis bringen. Ihr findet außerdem das Handy. Das solltet ihr aber normalerweise schon kennen, weil das immer in eurem Inventar ist. Wenn ihr auf diese Stopsticks drückt, müsst ihr immer auf den Boden klicken. Dann erscheinen diese Stopsticks. Fährt nun ein Spieler, der wanted ist, über diese Sticks drüber, zerplatzen die Reifen. Dafür bekommt man auch XP. Mit einer höheren XP-Anzahl von 1200 bekommt ihr auch Warnbarken. Diese Warnbarken kann man auf und die leuchten dann in unterschiedlicher Reihenfolge. Auf jeden Fall sehr schön, wenn man zum Beispiel Verkehrskontrollen machen möchte. Außerdem könnt ihr euch Leitkegel freischalten. Die platziert ihr ebenso wie die Warnbalken auf dem Boden, könnt sie auch mit E entfernen. Auch eine schöne Sache ist die Radarpistole. Mit der könnt ihr auf Autos zielen und sie messen. Wenn die Autos zu schnell fahren, könnt ihr mit der linken Maustaste draufklicken und dann bekommt ihr XP. Mit der Leitkelle, die ist nur zur Deko, könnt ihr nichts Besonderes machen. Ihr könnt Autofahrern symbolisieren, dass ihr anhalten sollt, weil ihr eine Verkehrskontrolle durchführen wollt. Da ich nicht genug Platz habe für alles, gibt es hier oben noch zwei weitere. Einmal den Schlagstock. Wenn ein Täter zum Beispiel euch mit den Fäusten angreift, ihr dürft ihn nicht mit der Waffe zurückschießen, sondern müsst, wenn dann ihn tasern oder könnt diesen Schlagstock nutzen, um den Täter zu bekämpfen. Außerdem habt ihr eine Taschenlampe. Wenn es zum Beispiel dunkel ist, könnt ihr damit bestimmte Gegenden ausleuchten. Ihr findet ebenfalls auf der MP5 und der Glock Taschenlampe. Diese könnt ihr mit der Taste F aktivieren. Nun zeige ich euch die Fahrzeuge. Hier zeige ich euch nochmal die Fahrzeuge. Wenn ihr den Flur weitergeht, findet ihr dieses kleine Männchen, worüber steht Fahrzeuge. Das ist der Fahrzeughändler. Hier drückt ihr nun E und könnt ganz viele unterschiedliche Fahrzeuge freischalten. Wenn ihr ganz frisch als Strafenpolizist anfangt, habt ihr nur den VW Passat freigeschaltet. Es gibt viele unterschiedliche Autos, zum Beispiel den Mercedes Vito, die E-Klasse, den Audi Avant, den Mercedes Sprinter und die G-Klasse. Außerdem gibt es seit neuestem auch den BMW X3. Das Quad könnt ihr auch freischalten, dafür benötigt ihr aber den Gamepad. Die Fahrzeuge könnt ihr alle mit XP freischalten. Wenn ihr nun ein Fahrzeug, das ihr freigeschaltet habt und spawnen wollt, spawnt, erscheint es hier draußen auf dem Park. Nun könnt ihr mit E einsteigen. Um das Auto zu starten, drückt ihr einmal die Taste N und um es abzuschließen, damit kein anderer auf die Beifahrersitze kommen kann, U. Wenn ihr jedoch jemanden mitnehmen wollt, dürft ihr diese Taste nicht drücken und müsst das Auto unabgeschlossen lassen. Wenn es dunkel ist, wie jetzt, könnt ihr die Taste L drücken, damit das Licht aktiviert wird. Wollt ihr nun zu einem Einsatz fahren, könnt ihr mit der Taste F das Blaulicht aktivieren. Dann gehen diese unterschiedlichen Frontblitzer und Hauptblaulicht auf dem Dach an. Wenn ihr die Tasten R oder T drückt, werden unterschiedliche Sirenen abgespielt. Ihr könnt ebenfalls mit den Tasten E
und Q blinken. Das solltet ihr auch auf jeden Fall tun, um Unfälle zu vermeiden. Wenn ihr G drückt, aktiviert ihr die Warnblinker. Ein kleiner hilfreicher Tipp ist, wenn ihr für längere Zeit aus dem Auto aussteigt, drückt bitte die Taste N, um das Auto auszuschalten. Sonst zieht es nämlich unnötig Sprit. Und das kann auf Notruf Hamburg sehr teuer sein. Wir haben gerade einen Einsatz reinbekommen, denn der Juwelier wird überfallen. Zu diesem Einsatz fahren wir jetzt ganz schnell, damit ich euch einmal das zeigen kann. Auf einer Einsatzfahrt ist es euch erlaubt, Blaulicht und Sirene zu nutzen. Wenn ihr jedoch zu nah am Juwelier dran seid und Sirene anhabt, verschreckt ihr wahrscheinlich die Täter. Das würde ich euch stark abraten. Hier sehen wir gerade den Täter vor uns erkannt. Das ist ein VW Passat, den sollten wir relativ leicht bekommen, jedoch leckt da ein bisschen. So, der Täter ist gerade ausgestiegen und möchte hier um die Ecke zum Dealer laufen. Das jedoch werde ich ihm verbieten und ihn jetzt mit dem Taser tasern. Jetzt könnt ihr eure Handschellen rausnehmen und die Taste E gedrückt halten, um den Täter festzunehmen. Mit dem Täter lauft ihr jetzt zum Auto und drückt die Taste E, damit er ins Auto gesetzt wird. Nun müsst ihr zum Gefängnis fahren. Dies könnt ihr euch wie sehr viele andere Sachen auch hier markieren. Das Gefängnis befindet sich da hinten. So, wenn ihr jetzt beim Gefängnis angekommen seid, steigt ihr aus dem Fahrzeug, nehmt wieder eure Handschellen in die Hand und geht zu der Tür, wo ihr euren Täter reingesetzt habt. Jetzt müsst ihr E gedrückt halten, damit ihr ihn wieder festnehmen könnt. Jetzt geht ihr durch die Tür am Eingang zu diesem kleinen Männchen und drückt wieder E. Dann bekommt ihr, wie ihr oben rechts sehen könnt, XP. Je nachdem, was für Straftaten der Täter gemacht hat, bekommt ihr unterschiedlich hohe XP-Beiträge. Das normale ist 30, es geht jedoch auch hoch bis auf 70 XP. Was ich euch gerade gezeigt habe, man kann auch mit der Radarpistole XP verdienen. Denn wenn ein Fahrzeug zu schnell ist, müsst ihr nur auf es draufziehen und dann wird die Geschwindigkeit angezeigt. Wenn die Geschwindigkeit höher ist als die erlaubte Geschwindigkeit, die gerade dort ist, das heißt, wenn es 70 in der 50er-Zone ist, könnt ihr es blitzen. Dafür bekommt ihr 15 XP. Wenn ihr jetzt mit eurer Schicht fertig seid, könnt ihr wieder zu dem kleinen Männchen gehen, eure Stats angucken, wie viel XP ihr bekommen habt, wie lange eure Schicht war und wie viel Geld ihr verdient habt. Nun klickt ihr auf Schicht beenden. Das waren auch die Grundlagen. Nun wird euer Fahrzeug vor der Polizeistation gespawnt und ihr könnt in euer Fahrzeug einsteigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr davon wollt und wenn ich euch helfen konnte. Das war's.